Hallo ihr Lieben, falls ihr euch wundert, warum ich dauernd mit diesem Hintergrund hier drehe, ist einfach der Grund, weil ich nur noch ein paar Wochen diese Wandfarbe haben werde und dann mein Zimmer ja streichen werde. Deswegen versuche ich jetzt so viele Videos wie möglich hier hinter mit dem Hintergrund zu drehen, dass ihr noch so eine kleine Abwechslung habt, bevor es alles braun und weiß wird. Jetzt noch ein bisschen die lila Wand und die weiße Wand zu genießen. Aber ja, ich habe in den letzten Tagen noch ein Buch fertig gelesen. Ich weiß, die Buchreview, die ich jetzt gerade drehe, kommt erst ein bisschen später online. Aber ich wollte es jetzt einfach drehen, weil ich mir dachte, jetzt weiß ich noch alles von dem Buch, bevor ich das vergesse. Und zwar habe ich in den letzten Wochen das Buch How to be Parisian von Sophie Mass und Audrey Diren, Caroline de Migret und Anna Barrist gelesen. Und ich muss sagen, es ist der Oberhammer. Also wirklich, es geht um Liebe, wie man so mit der Liebe als Franzose umgeht. Dann der Stil von Französinnen, die Lebensweise, die Wohnung, Kochrezepte sind da drin. Und wie man einfach so eine bestimmte Lässigkeit von den Franzosen, wie man sie kennt, einfach drauf hat. Und da sind mega coole Tipps drin. Ja. Unter anderem der perfekte Kuss, wie man glauben lässt, dass man eine Affäre hätte beim Freund. Oder Survival Kit. Oder auch ein Bücherregal in Paris. Ein Stil. Die Basics einer Pariserin. Dann, was haben wir noch? Die wahren Waffen einer Frau. Verliebt in die Liebe. Die Ratschläge unserer Mütter. Und ja, vielleicht werde ich auch ein paar in meinem Mädelsmontag von diesem Buch aus Tipps hernehmen, um sie euch weiterzubringen. Also das Buch kostet, glaube ich, um die 20 Euro auf Amazon und es ist wirklich wert. Und wer so richtig auf Mode und so typisch auf Französinnen steht, sollte dieses Buch definitiv lesen. Und ja, hier hinten steht übrigens noch drauf, sie sind Tourgé, très chic, brünett, provokant und wissen über alles Bescheid. Caroline de Migret und ihre Freundinnen sind typische Pariserinnen. Nun lüften sie ihre Geheimnisse, hat die Elle geschrieben. Dann sehr, sehr lustig beim Lesen, habe ich mich tatsächlich viel eleganter und charmanter gefühlt, eben wie eine echte Pariserin. Plumsky ist Autorin von Park Avenue Prinzessinnen. Man muss nicht unbedingt in Paris geboren sein, um eine echte Pariserin zu sein. Karl Lagerfeld. Und ja, also ich kann euch das Buch wirklich zu Herzen legen. Es ist so cool. Also, ja. Und meine genaue Buchreview auf meinem eine genaue Buchreview findet ihr wie immer auf meinem Blog. Ja, schaut da einfach vorbei. Da könnt ihr auch alle Bücher, die ich euch bis jetzt vorgestellt habe, natürlich auch finden. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Mittwoch und eine schöne restliche Woche und ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann am Sonntag zu einem neuen Video. Tschüss!